ich hab was Stell dir mal vor, wenn sich Handsome Jack in den Staaten als Präsident gegen Trump gestellt hätte. Was denkst du, wer gewonnen hätte? Sim Jack, ganz klar. Insta? Ja, klar. Denke, wenn Handsome Jack hätte gewonnen und hätte Trump zum Vize gemacht. Einfach alles kann. Und er dann immer sagen kann, haha, ich hab gewonnen. Halte ich für absolut plausibel. Ist eine schöne Theorie, um die Folge anzufangen, finde ich. Nur als wieder irgendwann mal random Go gedrückt. Wie lange hast du das jetzt schon mit geschnitten? Ach, relativ präzise, als du angefangen hast, wenn du wählen würdest oder so in die Richtung. Ah, okay. Also die Highlights sind drin, Handsome Jack, Trump. Unassuming Turks of potentially little importance. Alles klar. Und Kevin Name. Hat eigentlich gleich einen Titel für die Folge. Wenn ich Handsome Jack wählen könnte. Oder irgendwie sowas. Naja, das muss ist ich halt... mal lange anhören. Nimm lieber Donald Trump in den Titel, das hat, ist doch besser, wenn das generiert ja. Nice Clickbaits, Leute, nice Clickbaits. Irgendwie also, Donald Trump und dann noch irgendwas mit Titten als Thumbnail. Donald Trump als Titten, was? Alles klar. Müsste jahrelang, die Webse von Trumps Frau. Aufgrund guten Contents. uns hier einen Namen zu machen und dann fangen wir da an mit solchen Clickbait. Guter ja. Content. So, ja. Wann liefern wir denn sowas? Oder zumindest unterhaltenden Content. Das habe ich nicht unterschrieben. Ich auch nicht. Ah, da ist der Meister Knochenhosen-Typ wieder. Schon der Witter. Zumindest ist gerade der Balken aufgetaucht. Deswegen ja, da wird schon irgendwo sein. Grüß dich. Oh, du hast schon tot. Das ging aber schnell. Was war das? Nee, das. Ich höre nie, wo der ist. Da hier, also ich schieß grad drauf, dieser komische Hobby-Elvis da. Was denn? Ich bin nur irgendwie gerade ein bisschen, dass man mal. Die Bogenschützen sind ganz schön stark. Kevin ist am Sterben. Naja, Kevin, der. Sterben. Brauchst du Hilfe? Ja. Nee. Alles klar. Trotzdem danke. Ja, ich dachte, ich frag mal. Ist richtig. Ist das Heilungszeug? Ich hätte schon geflamed, wenn ich Hilfe bräuchte. So, ich müsste mal auf die Uhr gucken. Alles klar. Wenigstens mal eine schöne Zahl. Warum, was ist es denn? 25. Das ist eine perfekte Zahl zum draufrechnen. Muss ich nicht viel nachdenken. Hallo. So, wir haben noch keinen einzigen Crumpet gesammelt. Kann das sein? Kann sein, weil wir übelst viele solche Bogenschützen sind. Na, Kevin regelt und wir suchen Kekse. Alles klar, das klingt nach einem Plan. Ich bin hier an diese blöden Crumpets ran. Ein Badass-Skelett, super. Lol. Was ist mit den Bogenschützen denn? Irgendwie ist da ein bisschen... Mann! Ah, hier. Muss jemand geheilt werden? Egal. Ach! Bin fertig mit Regeln. Kicken. Was? Ja, hast mich schon verstanden. Hast du Bock oder was? Klar. Ja, nice, Mann. Oh, nice, Mann. Ich gehe hier weg. Matze. Ja. Und du ziehst hierher. Ich komme zu dir. Oh, oh nee. Wait, what? Wieso hat. Yay, Kevin, komm her. Nee, ich gehe in die andere Richtung. Alles cool. Was ist denn da oben blaues? Ach, das ist der Bums. Crumpet. Wie soll man da denn hinkommen? Was war da? Habt ihr jetzt schon beide oder muss ich den letzten hier noch sammeln? Na, zwei haben wir, aber den dritten versuchen wir gerade beide so ein bisschen zu holen. Oh nee, eigentlich habt ihr nur einen. Hä, kann gar nicht sein. Achso, ja, du hast recht. Ich habe einen gefunden. Nein! Ach nein! Doch, Robert ist Robert. Wunderbar. Nein, ich wollte auf das Dach draufkaufen, aber seitlich runtergerutscht. Das hast du ja ganz schön clever gemacht. Ja, versuch du's mal. Na, meanwhile bin ich mal am Crumpet holen. Ja, den wollte ich auch holen dort. Nehmt ihr auf? Ja. Komm ich jetzt ins Fernsehen? Ja. Ach, dafür sind wir nicht berühmt genug, Schatz. Ich hab'n. Doch. Das gibt's doch nicht, Lacker. Außer wir werden jetzt berühmt, weil du dabei bist. Irrp. Na gut, wir kriegen ihren Ruhm nicht. Dann müssen wir die unbekannten Leute bleiben, die wir sind. Jeder kennt uns. Jeder, den wir kennen, kennt uns. Nee, nicht mal das ist wahr. Nee, nicht mal das ist wahr. Oh Mann, ist das traurig. Jetzt versinken wir mal ein bisschen in Selbstzweifel gegen unsere Midplay-Crisis.
Wir sind doch eh fast fertig. Ja, mit Black Crisis, das kann man auch am Ende kriegen. Ja, dann interessiert es aber niemanden mehr. Das hat auch in der Mitte niemanden interessiert. jetzt passt! Hat er aber recht, Patrick. Das ist die mit Play Crisis von dem, mir fällt's nicht ein. Mhm. Nicht ja. Plugin, nicht, DLC? DLC. Wie kommen wir auf Plugin? Keine Ahnung. Mag vielleicht an deinem Beruf liegen. Kann doch schon sein. Just a guess. Bam! 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 Oh, ich bin tot. Bam, bam, bam und Kevin ist tot. Naja, ich versuche halt was warum zu rushst ja, nee, du vor? Ja, ganz genau, das Heiler. Ist das Problem. Robert hat's ja, erkannt. Was soll ich denn bei euch da hinten, wenn Robert eine halbe Stunde braucht, um so einen Crumpet zu holen? Der Heiler rennt nicht vor. Echt mal. Naja. Du hast das ganze Prinzip nicht verstanden. Robert muss vorgehen und tanken. Aber da waren keine Gegner bei Robert. Das war langweilig. Na, dann musst du warten, bis Robert vorgeht. Auch ja, wenn nee, langsam doch. Ist. Das wissen wir doch nicht. Aber. Oder ich gehe halt einfach alleine vor in Regel. Und stirbst. Ja, gestorben bin ich nicht. Ich war nur kurz im Wiederbelebungsmodus. Ja, jetzt sind wir schön. Das wird geil! Ja. Tina, du bist 13 Jahre alt. Vielleicht solltest du mal was anderes essen als Crumpets. Ich hab was zum Mittagessen dabei. Du könntest... Auch nur in die falsche Richtung? Das ist Salat. Wieso ist das grün? Das sieht aus wie der Teufel! Jetzt beruhig dich. Es starrt mich an. Mats ist tot. Mats ist nicht mehr tot. Es starrt sie an. Eine tot geklappt habe ich mir. Ich hab doch bei die Waffenkiste aufgemacht. Warum kloppt die Ini Dings? Aber es war eh nichts drin. Helft dem Team. Ja, ich hab sie gerade aufgemacht, habe ich doch gerade gesagt. Ja, aber ich höre nicht zu. Naja, ne. Also, nur sporadisch höre ich mal rein. Ja, was gesagt? Ich bin Kisslow. Ey. Und in eure Stadt zieh ich nun. Tja, das hast du dir bestimmt nicht überlegt. Nicht nur das, du ziehst sogar in meine Wohnung. Ja, gut. Aber oh, das hat ja jetzt wissen nur... sie alle, wo sie Kevin finden können. Hat ja, weil ja auch alle wissen, wo Matze wohnt. Nee, ja. Ist klar. So? Ja, die Adresse findet ihr auf unserer Clan-Seite. Im Impressum. Das ist ganz links im Menü unten. Stimmt tatsächlich, ja. Dam, dam, dam. Ja, wenn dann brauche ich E-Girls vorbeikommen, habe ich kein Problem. Was glaubst du, wer zuguckt? Girls? Hä? Girls. Ja, E-Girls, Ober. Nämlich E-Git. Hä? Den verstehe ich. Eieiei. Nee, ich auch nie. Naja, wir müssen jedenfalls Crumpets im Wald sammeln. Und was sind jetzt E-Girls? Elektrische Girls? Ja, genau, Robert. Ja. Ja. Nee, jetzt mal ernsthaft. Na, was wird's denn sein? Jetzt tu doch mal einmal logisch drüber nachdenken. Bestimmt so online aktive Gamerinnen. Ja, aber dann könnten sie doch Gamer Girls oder G-Girls heißen. Keine Ahnung, ich hab das doch alles nicht erfunden. Ich plapper doch nur nach. Mann, G-Girls klingt aber nicht gut. G-Girls. Warum mache ich denn das wieder nicht gut? Weiß nicht. E-Girls. Das ist eine offizielle Bezeichnung, hat die Kevin gerade so entworfen. Nee, die hat er bestimmt wieder aus dem Stream. Das ist richtig. Ich hätte Tech Girls vielleicht genannt oder so. 011001 Girls. Haben wir allen Ernstes keine anderen Probleme? Wenn jetzt Alice Schwarzer guckt, dann wird die uns bestimmt verklagen wegen Frauenfeindlichkeit. Warum heißen die alle Girls? Können Boyeninnen heißen. Alle. Boyeninnen. Boyeninnen. Ja, ne, ohne Witz, die würde uns jetzt verklagen. Die würde uns auch so verklagen, weil wenn sie uns unsere anderen Folgen schon anguckt, was wir da so teilweise. Naja. Ne, wir sind. Ich wollte gerade sagen, wir sind übelst neutral. Verstehe ich gerade nicht. Das ist fair. Haben wir eigentlich noch irgendwas hier in der Stadt zu tun, bevor wir jetzt hier durchrennen? Oh, warte mal, was? Irgendjemand growl. Nebenpfad erkunden. Das ist der Hauptquest. Das ist der Nebenquest. Nein. Na dann. Oder warte mal, finde die Waffe.
Los, finde die Waffe. Unsterblicher Wald. Das ist da, wo wir, glaube ich, hin müssen. Ja. Und der Wald. Das sind zwei unterschiedliche, aber wahrscheinlich ist es in dieselbe Richtung. Ist der unsterbliche Wald hinter dem normalen Wald. Ja. Also dem sterblichen Wald. Also auf alle Fälle gehen wir jetzt mal in den Wald. Schön gesagt. Ja, ne? Komm mir irgendwie übelst alt vor, wenn Kevin nur mit diesen Begriffen kommt, die ich nicht verstehe. Ja, ist echt schockierend. Wie The Forest. Komm mir so vor, als würde ich hinter dem Mond leben. Echt so. Da musst du ein bisschen ganken und warden und niederleben mit Fiora und Ulti und so. Ja, das Problem ist, ich finde halt Stream irgendwie so unglaublich langwierig. Du musst ja nicht 8 Stunden Stream guckst. Ja, musst du auch nicht von Anfang bis Ende gucken. So. Aber wenn du dann mal irgendwo in den Stream reinschaltest, passiert halt meistens nicht. Weil die halt irgendwie die angewurzelt auf dem Chat schaut oder so. Das ist richtig, ja. Das ist tatsächlich mir auch schon aufgefallen. Damit richtet ihr eine schöne Sauerei. Okay. Ziemlich nervig. Also das Einzige, wo man mal zugucken kann, ist beim Kronk, weil der halt auch nebenbei so lustige Sachen erzählt, finde ich. Dann seid ihr hier richtig. Aber da gucke ich jetzt auch keinen irgendwie 8 Stunden Stream an. Sondern klick da eher ab und zu mal auf den Videos bei YouTube rein. Ja, die Streams werden ja meistens im Nachhinein noch irgendwo online gebracht. Ja. Das ist dann der Punkt, wo ich einschalte und gucke und die langweiligen Stellen einfach übersehen. Oder du guckst dir die Videos an, The Best of Twitch Fails. Alles klar. Kannst du auch machen. Welche Leute die Kamera anhaben und das nicht wissen oder ihre Bude abfackeln. Ja, das ist geil, das habe ich auch schon mal gesehen, der Japaner, der seine Wohnung anzündet. Oder von der Polizei festgenommen werden und der Nachbar dann kommt und irgendwelche Schuhe klaut und so ein Zeug. Das ist der Schießer! Frage mich, was das für Leute sind. Also, ich finde es halt irgendwie nicht immer besonders spannend. Weil ich glaube, um da was Lustiges zu sehen, muss man da halt irgendwie wahrscheinlich 3 Stunden oder so angucken. Oder nicht? Ja, kommt auf die Streams grind. Das kommt erstens auf die Tagesform von den Streamern an, was ja auch logisch ist. Du bringst ja nicht, klar. Du bringst nicht alle 5 Minuten irgendwelche Rhymes und irgendwelche krassen Shit-Sätze oder sonst was. Mhm. Aber, ja. Ich finde, man muss auch einfach. Also, entweder du guckst es an wegen dem Spiel, oder du guckst es an wegen dem. Entweder du guckst es an wegen dem Spiel, oder du guckst es an wegen dem Streamer. So. Oh. Wenn dir beides gefällt, dann ist es natürlich cool. Sekunde, dann hast du Deutsch. Schaust du auch englische Streamer oder nur deutsche? Ich hab mal bei englischen reingeguckt, aber. Hm. Ja, doch. Wie gibt's denn so ein paar Twitch-Kanäle, die du empfehlen kannst? Nennt man das Kanäle? Ja. Ja, klar. Wie zum Geier sollen wir die Dinger finden? Ja, das hatten wir schon mal. Mein Fehler! Ich kann. Ey! Stimmt, das hat man echt. Also hier waren wir echt schon mal. Und da dieselbe Szene. Ausbalanciert. Und da backt's mal wieder. Schade. Cool. Ich sag ja, die Dinger sind eher so hingerotzt als. Ist das besser als das, was ich habe? Sorgsam. War gerade echt ein bisschen komisch. Ah ja. Stimmt, die hat man doch die Rüstung geholt, ha. Genau. Jawohl. Du wolltest ja nur die langweilige Rüstung. Ich hab übrigens, Robert, in. Andenken an dich oder in Gedenken an dich die eine Folge Charakterkunde genannt. Aha. Gedenken an mich? Jetzt wieso? Na, weil wir doch da eine Folge mit einem Robert drüber geredet haben, über die einzelnen Charaktere. Kannst du dich noch erinnern? Ja, so dunkel ist da noch was. Vor gar nicht allzu langer Zeit. Vor gar nicht allzu langer Zeit. Oh, behave. Der schlimm, ey. Ich wusste, dass das jetzt losgeht. Ich hab's tatsächlich nicht gewusst. Oh, hier ist eine feindliche Fee. Na dann. Ja, die ist schon die ganze Zeit da. Ja, da jetzt ist sie tot. Feindlich gemacht. Was hat die da so Schönes? Robert war's. Achso, naja, freilich. Oh, eine schöne Waffe dabei. Ich bräuchte nur eine neue Waffe. Ich hab alles gelootet, alles meins. Alles klar. Eine Pistol. Ich weiß nicht, ob ihr Pistols mögt. Nee. Ein Sniper mit Elektro. Schaden habe ich anzubieten.
Und noch zwei Assault Rifles. Schmeiß mal die Assault Rifles hin. Ja, die kannst du mal. Oh. Also die mit Feuerschaden würde ich gern nehmen. Es sind zwei mit Feuerschaden. Ja, nee, eine ist mit Feuerschaden. Robert, es liegen drei da. Stimmt. Entschuldigung. Hast du jetzt die genommen, die du wolltest? Nee, noch nicht. Oder bist du immer noch unentschlossen? Nein, warte, ich muss auch erst was wegwerfen. Oh, Junge. Dann lassen. So. Füg dich gejabbertied. Eine schwere Entscheidung. Gejabbertied. So, die ist zwar eigentlich. Aua. Token! Zeig mir ein paar grüne Pfeile. Die meisten besser als meine. Ich hab keinen Token. Dedel, da hab ich sogar mal ein bisschen was für euch hergeschmissen. Oh, du bist so super, vielen Dank. Hab mir selber aber nichts auch erst auf Nachfrage, ne? Also. Ja, ich hätte es wahrscheinlich nur verkauft. Das ist richtig. Weil ich mir lustigerweise selber nichts davon genommen habe. Warum auch immer. Aber, naja, ja. Wie dem auch sei, wir haben noch zwei Crumpets offen. Ist richtig! Und hier ist ein Trend. Oh, hat er wieder getriggert. Kannst auch nur meckern, ne? Macht auf jeden Fall mehr Spaß, ja. Wir waren übrigens bei Twitch hängen geblieben. Du wolltest uns mal, oder ich hab mal nach so ein, zwei Twitch. Die sind aber alles gebracht. Nur, das sind aber alles nur Livestreamer. Das interessiert ja, macht ja nichts. Vielleicht interessiert es ja unsere Zuschauer. Okay. Also grundsätzlich kann ich eigentlich alle. Empfehlen. Alle empfehlen die Livestream oder was? Nee, aber ich kann eigentlich alle empfehlen, die mit Summoners Inn zu tun haben. Das ist so wie die... Netzwerk oder was? Nee, das ist eine Firma, sogar lustigerweise. Okay. Das ist, echt? Sind die. Die Firma, ja, ja. Die nein, bezahlt? Nein. Das ist eine Firma. Lass den Kevin nochmal ausreden. Das ist halt echt so, ne? Das ist quasi die, ich sag jetzt mal Firma, Unternehmen, wie auch immer, die in deutschen Livestream machen für Weltmeisterschaften oder für okay. Turniere oder so. Die haben ihren Sitz in Berlin. Und wo auch sonst. Ja. Ja, so hippe und Startup-Sachen sind alle in Berlin. Und die streamen halt immer und kommentieren irgendwelche Weltmeisterschaften oder irgendwelche großen Turniere, die mit LoL zu tun haben. Aha. Ja. Oh, fies! Hab ein Crumpet gefunden. Und eigentlich alle, die da Mitglied sind, beziehungsweise die da im engeren Kreis sind oder im erweiterten Kreis, das ist eine riesengroße Community, die streamen eigentlich auch alle. Hm. Ah, die Mitarbeiter der Firma oder? Ja. Ja, ah, also okay. die kommentieren halt die Streams, sind selber Gamer und auch recht erfolgreich. Hm. Und streamen halt auch noch und machen YouTube-Kanäle, also das sind eigentlich so ein bisschen 1000 Sassas. Ja, und unter anderem, ja, meistens. Ja, und unter anderem hier, was ich schon ein paar Mal angesprochen hatte, der Hand of Blood, der mal einen Webvideopreis gekriegt hat, der ist auch bei Summoners Inn zum Beispiel. Ah, okay, stimmt ja, den hast du schon ein, zwei Mal erwähnt. Mhm, der ist auch bei so denen gut. Mit dabei. Bei da. Also, nee, vielleicht noch herauszuheben, was ich oft angucke, ist, heißt auf Twitch Ashton Kutcher. Lustigerweise. Ist es aber nicht, ne? Ja, Kutcher ist sein Spitzname. Der heißt Philipp. Mhm. Philipp Traub. Hey. Den gucke ich eigentlich immer gerne an. Mhm. Weil der gut spielt oder weil der so unterhaltsam ist? Also, das kommt auf die Tagesform drauf an. Okay. Nee, Quatsch. Also, der klar spielt er gut, aber er ist halt. Also, der ist der Meinung, dass er hauptsächlich Spaß am Spiel haben will und eher so in die unterhaltende Schiene geht. Ja. Nein! Deswegen nein. halt nicht sich immer zu 1000% aufs Spiel konzentriert. Rick, du hältst was dir den aber Mund vollkommen auf. Okay ist. Nein! Die Ernährungsfaschisten! Ihr könnt was? Ernährungsfaschisten? Ernährungsfaschisten. Geil. Ich könnte mal Hilfe bei pass den Kriegsherr so gebrauchen. Wenn sie Blutleckt, haben wir ein Problem.
Hast du recht. Der ist nämlich ganz schön harte. Ich bin neben dir, mein lieber Robert. Ja, ja, ich hab's gesehen. Ich nicht. Ja, das war wieder mal klar. Und ich bin tot. Das ist natürlich ein bisschen bitter. Kannst du nicht einfach mal dein Death Trap losschicken, Matze? Auf ja, meinen Befehl! Ich schick euch den mal hin. Ach nee, der bleibt da bei mir. Warte, ich komm. Warum kommst du eigentlich nicht her? Ich wollte gerade sagen, hast du irgendwie gerade was Wichtiges zu tun? Musst du einen Kaffee holen, oder? Ist der jetzt irgendwie gestiegen? Ach nee, das Baron von Orf. Unser lieber Matze hält's gerade nicht für nötig, uns zu unterstützen. Ich bin doch schon da. Ist halt immer noch ein Teamspiel. Rennen! Mach Aura weg! Ja. Nein! Kommt der nächste hier oder was? Großer! Ja. Gerade ein bisschen Party. Und ich sehe nichts mehr. Den Trench, den kriegst du zumindest mit Feuerwaffen klein. Ja. Ich bete der Wagen mal ein bisschen Hilfe. Wo bist du? Ach, da oben. Entschuldigung. Hinter mir war auf einmal ein Baum. Lange Mann. Er schmeißt mit Säure, ist ja ekelhaft. Ja, ne, hab so, ich dann auch gemerkt. Ja, ich glaub auch. Jo. So, wie nennen die sich im Richtigen? Werfegranate! Hä? Ich weiß es nicht. Diese Dinger, die auch aufsteigen im Level. Ja, ja, wo die Kopf immer wegschießen, ja, genau. Ist so, so. Ja. Hydra? Nein, nee. Um Gottes Willen. Hier im Borderlands 2, aber im Hauptgame, meint Matze. Genau. Achso, das ist oberflächlich. Ja. Sterbe ich jetzt allen Ernstes von dem seinen Schockschaden, obwohl er stirbt? Doink! Ja, von dessen Schockschaden. Okay, ich höre schon auf. Das war ja echt knapp, Kevin. Ja, ne? Das habe ich ausgerechnet. Ah, du kannst dich nicht selber heilen, ha? Nee, nee. Das wäre ja auch ein bisschen zu leicht, oder? Bisschen schon, ja. Dann bräuchte es kein Kurbelspiel zu sein, sondern dann könntest du einfach nur mit der Sirene das Spiel durchspielen. Ja gut, wenn du dadurch dann eine höhere Abklingzeit hast, wenn du es auf dich selber anwendest, überlegst du es dir, denke ich, schon. Außerdem, die wichtigste Waffenkiste hast du ja weggeschmissen. Hast du nicht gemacht. Die mit Würfeln. Bin lustig. Wenn du schon weglootest, dann richtig. Ich hab das Looten ja für euch unterbrochen. Oh. Weil ihr dann hier schon voll gejammert habt. Das ist aber sehr großzügig, Mats. Es ist sehr, sehr großzügig. Ja, so bin ich. Also. Ein Gönner von dir. Mensch, das ist Matze macht heute ein bisschen in Benny. Ja, Benny hätt's nicht gemacht. Benny hätte erst mal fertig gelootet. Naja, es war nah dran. Naja, es liegt halt in der Familie. Kann das Benny nicht gut hat gesagt, reiß dich zusammen, ich komm gleich. Wir sammeln mal ein paar Medipacks, Kevin. Du bist erstaunlich fast tot. Alle, dafür müssen wir deine scheuern. Was, wofür? Erstaunlich fast. Ich glaube, das erstaunlich war. Nee, der ganze Satz. Ich wäre nicht so tot, wärst du von Anfang an da gewesen. Aber ich finde es sehr erstaunlich, dass du so tot schon bist. Echt wahr. Und jetzt hör auf, das auf mich abzuwälzen, deine Unfähigkeit hier in dem Spiel zu bestehen. War eigentlich so an der Scheide des Lebens. Oh. Das war aber gar nicht so schlecht. Mussten wir jetzt eine gute halten. Schon ganz... Ja. Jetzt müssen wir erstmal in den Minen der Habgier, oder? Na, ich nee, ich glaube nicht, wir oder? Wir müssen noch im Wald die Hauptquest. Ja, 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 ja. Voll gut. Gut drauf. Nee, müssen wir nicht. Nee, müssen wir nicht. Teil nee, ist vorbei. Nicht. Ja. Ist ja ein Ding. Juhu. Dann müssen wir das nicht. Schade. Zumindest nicht mehr in dieser Folge. Ich quatsch jetzt einfach über Robert, weil das ist mir ja egal. Das ist mir zu das doof. Ist ganz, es. Ganz ehrlich. Da stehe ich drüber. Ne, und ist schon ein bisschen hart. Deswegen war es das auch und dann beim nächsten Mal machen wir die Hauptquest, denke ich. Und dann steht er immer noch. Genau, ist richtig. Bis dahin, irgendwie tschüss. Tschüss.